Hallo, einen schönen guten Morgen. Ja, Leute, heute will ich mal die neue Foundation von Avon ausprobieren, gucken, wie die aussieht. Und dann habe ich gerade hier echt überlegt, ich würde so gerne nochmal diesen NYX probieren. Ich zeige euch den. Diesen rosanen. Aber ja, welches Augen-Make-up passt dazu? Rosa hatten wir ja gestern oder vor ein paar Tagen. Rosa mit Schwarz und jetzt würde ich ja gerne, ich hatte überlegt Grün, aber Grün mit Rosa, das passt nicht wirklich. Aber ich habe natürlich mehr Möglichkeiten, wenn ich nachher nochmal den vielleicht in Silber oder Gold habe. Jetzt bin ich ein bisschen gebunden an der Farbe und na klar würde Grau gehen. Grau-Schwarz würde sehr, sehr gut aussehen. Habe mich jetzt aber für Braun entschieden. Und zwar diese Palette. Die finde ich einfach so schön, dass ich die heute nochmal benutzen möchte und passt auf jeden Fall, glaube ich. Ich habe es nicht vorher, also ist für mich genauso überraschend das Ergebnis wie für euch. Allerdings, ihr könnt es ja am Trump-Nail-Bild sehen. Ja, ich hasse diese Wörter. Ich bleibe lieber bei Deutsch. Also ich packe das hier einmal aus und dann gucken wir mal, ob das ein Fehlkauf war oder nicht. Ich habe das Gesicht gereinigt, ich habe meine Tagescreme aufgetragen. Und jetzt sollte man ja eigentlich, also ich habe mich für den Farbton Beige Linien entschieden. Ich hoffe, dass der nicht zu dunkel ist, sonst habe ich wirklich die, naja, ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe ein bisschen Angst, das ist immer so, wenn man in der Broschüre bestellt. Ich weiß, dass Beige Linien auf jeden Fall mein Farbton ist. Man soll ja am Hals probieren. Wollen wir es mal machen? Oh, ist ja gar nicht so verkehrt. Immer. Will auch mitgucken. Ja, ich würde sagen Grenze, ne? Oder? Ein bisschen ist jetzt rot vom Reiben. Ich bin immer sehr reibeempfindlich. Ja, dann hauen wir uns halt mal ins Gesicht. Wollen wir schauen, ne? Ah, neue Produkte sind immer schön und aufregend, aber ich liebe es ja auch, wenn ich dann nicht so viel nachdenken muss. So idiotensichere Sachen, die finde ich immer toll, wo es schnell geht. Ja, so mache ich das immer. Und die Profis unter euch werden sagen, oh Gott. Aber wir sind ja hier unter uns. Und so macht die Scharone das immer. Aber so sieht das ja optisch erstmal voll hübsch aus, ne? Voll stolz. So, dann nehme ich den Pinsel. Und verteile das. Übrigens will ich mir da noch mal einen besseren Pinsel zulegen. Einen weicheren. Also der ist gut. Frag mich nicht, wo ich den jetzt gekauft habe. Ich glaube bei Schuhwerk. Da haben die immer diese Dinger mit Beauty drauf. Ja, also. Ich finde den Ton ein bisschen zu dunkel. Das war wohl mehr so eine Sommerfarbe bei mir. Aber sie ist, also wenn ich die jetzt gut verteilt kriege, dann geht das auch. Das ist mit Kaschmir. Kaschmir finde ich ganz toll. Das kenne ich schon bei Avon, die Kaschmir-Sachen. Die sind richtig schön. So, möchte gerne den Beauty Blender haben. Ich weiß, dass man mit dem Beauty Blender sehr viel Produkt auch wieder wegnimmt. Aber ich habe ja ordentlich was drauf hier geklatscht und ich muss da jetzt so ein bisschen. Das sieht mir alles noch so ein bisschen. Also man sieht das jetzt schon. Ich weiß nicht, ob ihr das auch seht. Ich hier in meinem Tageslicht und im Spiegel sehe ich schon so ein bisschen, dass das eigentlich ein bisschen Ticken zu dunkel ist. Also mir wäre lieber gewesen, ein Ton heller. Ja, so ist das. Ich muss mal hier Wasser anmachen. Also den Beauty Blender immer sehr, sehr gut wieder trocknen, habe ich gehört von einem Profi. Und dann einarbeiten. Und dann machen wir ja noch ein bisschen Puder drauf. Ich nehme heute wieder das Banana Transparent Puder. Ihr kennt mich ja. Ich nehme dann erstmal eine ganze Weile die neuesten Sachen, die ich habe, weil ich die eben schön finde. Und dadurch habe ich wahrscheinlich dann so einen schönen, gesunden Ton. Wollen wir es mal hoffen.
So, jetzt sieht das schon ein bisschen besser aus, finde ich. Ich nehme immer das Ding hier. Guck mal, das ist voll süß, ne? Das habe ich von der Freundin geschenkt bekommen und da habe ich meine Wattepads drin. Ich versuche immer Wattepads zu sparen, wegen der Umwelt. Mal auf vergrößern stellen, alles wieder hinlegen und weiter. Stunden später. Für mich geht das jetzt schon und sieht gut aus. Ist da ein großer Unterschied? Nee, ne? Zwischen Doppelkinn und Hals. Oh, man ist aber auch immer weiß, ne? Geht. Passt schon. Okay. Ja. Weiß nicht jetzt, ob ich einen Ton heller bestellen würde. Eigentlich geht der doch. Ach, was weiß denn ich? Weiß ja auch nicht alles. Gut, Bananapuder her. Alles da hinten versteckt, hinterm Spiegel. So, schön einziehen lassen. Aber ich mache erstmal die Lidschattenbase. Übrigens, Lidschattenbase. Da gibt es bald was Neues bei mir in meinem Leben. Schon alles geplant. So. Noch nehme ich Avon und werde demnächst da noch mal andere Produkte testen. Mit den Highlighter-Sachen bin ich noch nicht. Mach das mit dem Pinsel nicht meckern. Das geht einfach schneller und einfacher. Ich liebe das mit diesem Pinsel. Und morgens muss das auch mal schnell gehen. Und damit ist das, wie sage ich immer, so schön idiotensicher. So. Schon fertig. Und mit dem Kleinen, da brauche ich 10 Jahre und mit dem Finger brauche ich 20. So. Ja, also mit dem Highlighter werde ich mich noch mal befassen. Befassen. So, jetzt schön abpudern. Das ist ein Transparentpuder. Ich habe das mit meiner Freundin getestet. Ich habe das getestet. Die ist ein ganz blasser Typ und auch bei ihr sah das gut aus, weil es ein Transparentpuder ist. Und es geht. Also für ganz weiße Porzellantypen vielleicht nicht. Also wir beide konnten auf dem Handrücken kein Puder sehen. Es war halt nur so ein bisschen matter. Aber nicht irgendwie gelb oder so. Und sie ist wirklich ein ganz, ganz blasser Typ. Ich mache das Transparentpuder auch auf die Augen. Ich tupfe das nur, verteile das. Und dann hat man so eine richtige schöne Basis. So. Bisschen lasse ich noch im Deckel für den Concealer. So, was Neues zu erzählen habe ich nicht. Ich muss heute zu Rossmann. Die Putzmittel gehen langsam dem Ende entgegen. Und Adventskalender muss ich noch bauen. So, ich nehme den ersten hellen Ton, der ist matt, der ist schön beige, den mag ich sehr, sehr gerne und ich war ja beim letzten Mal von dieser Palette mega, 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 mega begeistert. Und ich bin mal gespannt, wie ich das heute hinkriege mit dem rosanen Glitter. Und ja, ich bin mutig, ich gehe so auf die Straße. Also, ich bin damit gestern wirklich unterwegs gewesen. Hat keiner doof geguckt. So. Macht ihr das auch manchmal so, wenn ihr alleine seid? Einfach so zack, zack, ja, ne? Macht jeder so, ne? Oder? Ich bin ja jetzt hier in der Öffentlichkeit, aber ich bin ja so, wie ich bin, ne? Ich mache das einfach, wie ich meine. Obwohl auf die Wimpern. So. Zack, zack, ich muss gleich los. Ich lasse jetzt mal diesen etwas helleren Braun weg. Ich gehe gleich in die braune Richtung, kann mich jetzt gerade nicht entscheiden zwischen drei Brauntönen. Diese drei, einen von den dreien. Ich gehe mal in den etwas helleren. Ich gehe mal von den drei Tönen vermutlich den hellsten Ton. Ganz leicht mit dem Pinsel in die Farbe, die ist sehr, das geht gleich sofort ab. Und wahrscheinlich habe ich gleich wieder hier Pipi Langstrumpf Sommersprossen.
und verteile das erstmal schön in der Lidfalte mit einem puscheligen Pinsel. Seht euch das Ergebnis mal an, da braucht man nicht lange. Dann nehmt ihr einmal was auf den Pinsel und habt schon eigentlich das, was ihr wollt. Und so könnte man eigentlich schon loslaufen. Toll. Mann, ist das eine tolle Palette. Also wenn ich da nochmal auf der Ecke bin, also da muss ich mir echt nochmal eine andere Farbe holen. Jetzt werde ich dunkler. Ein ganz kleines bisschen dunkler. Ich überspringe einen Ton und werde ein bisschen dunkler. Ein bisschen auf die Zeit gucken. Weil die letzten Filmchen waren zu lang. Die konnte ich einfach nicht rüberschicken, weiß auch nicht warum. Aber ich bin auch technisch nicht so begabt und will aber auch alles alleine machen, will mein Mann damit nicht immer nerven. Und ja, mache das alles immer mit Handy. Und wenn das denn zu lang das Filmchen ist, dann teilt er das. Ab 33 Minuten und 9 Sekunden macht er 2 Filmchen daraus. Und ich hatte mich immer so schön gemacht für euch. Alles umsonst. Gequatscht und gequatscht, alles erzählt und dann habe ich da 3-mal das gleiche gequatscht. Dann hatte ich keine Lust mehr. So, und deswegen gucke ich, wenn ich einmal so komisch gucke, dann bin ich nicht betrunken, sondern dann gucke ich auf das Handy unten auf die Zeit, wie lange ich schon wieder hier rumtüdel. So, Erklärung. Ich habe erst den genommen, dann habe ich den genommen und jetzt nehme ich den für das bewegliche Lid. Schön mit dem Finger. Das sieht so aus. Ja, das seht ihr schon. Ich habe es wieder zu doll gemacht. Ein wunderschöner, schöner Bronzeton. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe Bronze. Ich liebe Gelb-Goldtöne. Aber witzigerweise darf ich das ja auch. Oh, jetzt war ich mit dem in der falschen Farbe. Mit Brille wäre das nicht passiert. Das wird, glaube ich, schön heute. Und euer Wunsch war ja mal, das Schwarz wegzulassen. Und das mache ich dann auch heute mal. Weil ich auch finde, manchmal ist so ein Bronze-Look so richtig, richtig schön. So, ich nehme mal den Spiegel in die Hand und muss einmal richtig gucken. Das, was ihr seht, das sehe ich nämlich manchmal gar nicht. Erst, wenn ich mir mein Filmchen angucke. Und dann ärgere ich mich immer wie sonst was. Was hast du da schon wieder gemacht? Ja, also, ich weiß nicht, was ich hier verblenden soll. Ich finde es mega. Ich lasse das so. Da würde ich schon wieder sagen, kauft euch diese Palette. Ich zeige sie euch gerne. Hier, das ist sie. Max Factor X. Geil. Ja, von Max Factor Masterpiece Nude Palette Contouring Eyeshadow 02 Golden Nudes. Gerne in anderen Tönen. Also ich werde mir da nochmal was kaufen. Schimpft jetzt nicht, ich brauche das. Ich sage ja immer, dafür habe ich nur ein paar Schuhe. Ne, 2, 1 sind die Hausschuhe. So. Dann, dann. Merkt ihr schon wieder an meiner Stimmung, wie glücklich ich bin? Ich bin schon wieder happy. Happy, happy, happy. So, was machen wir noch? Wir nehmen natürlich diesen und hoffentlich ist das nicht zu viel des Guten mit Glitzer und so. Aber dafür habt ihr ja mich. Ich bin ja euer Versuchskaninchen. Aus meinen Fehlern lernt ihr. Ist doch mal was Neues bei YouTube. Ich zeige nicht, wie es geht, sondern ich zeige, was man nicht machen sollte. So, wunderschön. Idiotensichere, geile Palette. Zufrieden. So, jetzt mache ich schnell schwarz. Ja, ich muss mich heute beeilen. Mein Mann will gleich los. Und er schimpft immer, wenn ich mich so lange schminke. Aber ungeschminkt will er mich auch nicht.
Ich liebe die Glimmersticks, die sind so weich und so schön. Werde mir bestimmt nochmal Smoky Diamonds holen. Meistens ist es so, die Kunden bestellen was, dann sehe ich das und denke ich so, oh Scheiße, wieso habe ich denn das jetzt nicht bestellt? Kennt ihr das? Dann will ich das auch haben. So, oben, unten. Boah, ist das geil. Also, ich finde das Braun heute so mega. Aber das hatte ich ja vom ersten Moment an, dass ich diese Palette so geliebt habe, ne? Falls ihr es nicht wisst, ich mache nur unbezahlte Werbung. Da über den Spiegel, da ist auch das Schild, das sieht man am Anfang des Videos. Falls es hier Leute gibt, die das denken. Aber ich bin so verliebt. Ich finde das so toll. Ach, das ist so geil. Und wenn das schnell geht, dann liebe ich das. So. Freu. So, Leute, ich darf nichts vergessen. In der Aufregung. Schnell meine Händchen sauber putzen. Dann werde ich den Concealer auftragen. Concealer nehme ich wie immer, aber heute einen Ton heller, weil ich blass bin. Den. Ist die Dreierpalette. Der ist auch ganz schön hell. Und fest ist der vor allen Dingen. Also so die Konsistenz. Also. Jetzt muss ich aufpassen und keinen Scheiß bauen. Oha, heute ohne Pause geschafft. Und das in dem Tempo. Alter Schwede, ich werde immer besser, ne? So, dann schnell ein bisschen. Heute zeige ich so einen Arbeitslook, ne? Wie schaffen wir es, in 5 Minuten fertig zu werden? Zack, zack. Ja, wie gesagt, also wann ich das jetzt mit dem Adventskalender zeige, das weiß ich noch nicht, wann ich Zeit habe. Das müsst ihr verstehen. Ich habe viel zu tun. So, und jetzt, was ich nicht mehr brauche, packe ich weg. Rouge mache ich zum Schluss. Wimperntusche mache ich zum Schluss. Jetzt kommt dieses geile Produkt. Und da hole ich euch ganz dicht dran. So, nicht meckern. Ich glaube, ich habe es heute gut gemacht. Ja. Und jetzt gucken wir mal, wie das zusammenpasst. Bin selber echt neugierig. So, schön, hier habe ich ja meine Fliesen, da kann ich mich auflehnen. Ich hoffe, ihr seid nicht aus dem Bild heraus. Drehe mir den Spiegel schön weit runter. Wenn ich so male, seht ihr mich noch gut. Ich fange vorsichtig an. Na, Leute. So schön. Ich liebe das einfach. Eigentlich hätte ich eine Prinzessin werden sollen. Weil ich Glitzer so mag. Das war kein Fehler. Natürlich geht braun. Seht ihr mich noch? Braun mit rosa. Grün wäre ein bisschen komisch gewesen, aber braun, natürlich rosa Make-up und ich gucke mal, dass ihr mich auch seht dabei. Und grau vor allen Dingen. Oh, zu grau muss das auch toll aussehen. Also, da habt ihr selber Schuld, dass das so gut aussieht. Das müsst ihr mich damit immer wieder erleben. Ich habe noch nicht alle Farben, da könnt ihr euch auf was gefasst machen. Die Glitzer-Chiron. Geil. Geil, geil, geil. Aber heute mache ich das nicht unten herum, glaube ich. Oder doch? Oh, guck mal. Ihr müsst es ein bisschen trocknen lassen. Hatte ich gerade gestern jemanden, der gesagt hat, das stempelt sich immer ab. Ja. Stempelt sich bei mir auch ab. Was mache ich da? Ich quetsche das in die Falten. Jo, kann man eigentlich gar nicht viel machen, dann ist das eben so. Ist aber auch nicht so schlimm. Am besten auf der anderen Seite dann auch nochmal. Jo, zu früh die Augen aufgemacht. Bisschen trocknen lassen. Ganz wenig Produkt, würde ich sagen.
nehmen und dann kommt es vielleicht auch noch mal auf das Produkt selber an, ob das schnell trocknet oder nicht. Ich habe ja nur, also ich habe ja keinen Vergleich, ich kenne ja nur jetzt NYX. Weiß ich auch nicht, ob alle gleich sind. So, dann mache ich schon mal Wimperntuschi rauf. Ein Wing mache ich mir heute auch nicht. Für mich reicht das heute so aus, weil ich auch jetzt nur so unterwegs bin. Verschiedene Termine. Ja, ich bin ganz wichtig. Ich habe Termine. So, ganz oft habe ich gestern auch schon erzählt oder in dem Video davor. Für mich ist es ja gestern. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das Video heute schon reinsetze. Geht immer nur zu Hause wegen dem WLAN. Wenn ich unterwegs bin und ein Video reinsetzen möchte, dauert das Jahre. So, wunderbar. Schön. Wie viele Minuten? 21. Jetzt aber zack, zack. So, und dann wechsle ich einmal zu dem. Der ist toll. Guck mal, das ist so eine ganz andere Art. Vielleicht habt ihr auch zwei Lieblingsmascara. Macht die übereinander. Einmal Länge, einmal Volumen. Wunderbar. Gleich kommt's. Bist du fertig? Nein, Schatz. Ich brauche noch. Ich muss noch hier unten rum. Gut gemacht. Kennt ihr das? Meine Kinder hatten so ein Spiel, da musste man Fragen beantworten und dann hatte man so einen Stift in der Hand und das war mit so einem Kabel und wenn, ach nee, mein Großer hatte das, so lange ist das schon her. Und wenn er die Frage, Entschuldigung, müsste der Kutte da hinten herausholen. Und wenn er die Frage richtig beantwortet hat, dann ertönte immer so eine Stimme, so eine Musik. Also wenn er denn richtig beantwortet hat, dass, was weiß ich, rot eine Farbe ist. Mir fällt jetzt nichts Besseres ein. Dann hat es immer so gemacht. So ein bisschen Musik so. Dum, dum, gut gemacht. Und komischerweise ganz, ganz, ganz oft, und das ist ja jetzt schon gefühlte 60 Jahre her, mache ich das trotzdem immer. Also nicht mache ich das trotzdem immer, sondern mache ich das auch immer. Wenn ich so, also so im Kopf ist das irgendwie geblieben, so dieses komische Geräusch, diese Stimme, dieses, deswegen habe ich, fiel mir das eben wieder so ein. Dumm, dumm, gut gemacht. Komisch, dass sich da sowas so einprägt, ne, so ein Quatsch. So wunderbar. Boah, schnell hingekriegt, wa? Geil. Heute ist es mehr dezent, aber ich mag das. Aber ich könnte schon wieder. Oh, habt ihr das auch manchmal? Nein, du machst jetzt nichts mehr. Nein, das ist schön so. Nein, hör auf. Böse. Böse. So, jetzt habe ich die Qual der Wahl. Da ich nudig bin, nicht das andere Wort, ihr Bösen, habe ja eh noch Farbe drauf vom letzten Mal. Und dann mache ich das so, wie der Make-up-Rocker das gesagt hat. So unterschieben, von unten nach oben so hochschieben. So macht man das. Aber ganz ehrlich, wenn man morgens zur Arbeit muss, ne, dann macht man doch einfach nur so, oder? Also bei mir warten ja immer noch drei Kinder im Hintergrund mit ihren Taschen. Und ich muss ja auch immer aufpassen, dass die alles machen. Also, die haben morgens nur drei Aufgaben. Zähne putzen, anziehen, Brötchen in die Tasche packen. Habe ich was vergessen? Zähne putzen, anziehen, Brötchen in die. Glaubt man nicht, dass die das schaffen? Nein, da werden die Meerschweinchen rausgeholt. Dann kriegen die Meerschweinchen noch ein bisschen Futter. Finde ich auch völlig okay, so soll das auch sein. Aber ich muss dann da immer hinterherlaufen, dass die auch alles machen, was ich gesagt habe. Diese Viecher. Wir haben morgens nicht so viel Zeit. Er muss schnell gehen. Ich will auch nicht zu spät zur Arbeit kommen, nur wegen der Kinder. Ne?
Arbeiten ist wichtiger als wie Kinder. So. Fertig und glücklich. Oh, wisst ihr was? Das habt ihr ja nicht gesehen. Ich war eben schon wieder. Der Finger wollte schon wieder da rein in die Palette. Oh, was ist das bloß? Das ist wie so ein Magnet. Also, oh, nimm mich, nimm mich, nimm noch mehr von mir. Ich kann nicht aufhören. Oh, ich höre jetzt aber auf. Ich höre jetzt auf. Es reicht. Es reicht. Fräulein. Schluss. Alles zumachen und raus. Der Mann will los. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, warte mal. Bevor ihr geht, müsst ihr noch gucken. Gucke mal. Braun, Bronze, Rosa. Toll, ne? Ein dezent, also für meine Verhältnisse, finde ich jetzt ein ganz dezenterchen. Wenn man jetzt noch mehr Zeit hat, guck mal, da geht es schon wieder los. Da geht es schon wieder los. Ich unverbesserlich. Ich muss jetzt wieder in diesen tollen Braunton und mach noch mal einen auf den hier. Ein bisschen braun da unten unter dem Schwarz. Und dann sieht das noch perfekter aus. Das ist jetzt für diejenigen, die was Schönes vorhaben. Für die Leute, die zur Arbeit gehen, lassen das dann weg, weil sie es von der Zeit her nicht schaffen. Oder man muss früher aufstehen. Aber das wäre mir jetzt zu aufwendig, damit dann zur Arbeit zu. Nee, nee, das mache ich nicht. So. Aber was ich euch noch mal sagen wollte. Ein bisschen stärker geschminkt im Pflegeheim ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil die Leute gar nicht mehr so gut gucken können. Und wenn du dann da reinkommst und du bist hübsch, dann finden die das schön und die finden das gar nicht negativ. Oder so nach dem Motto, so, man darf nicht besser aussehen wie der Patient oder das ist Quatsch. Also bis jetzt haben die immer nur zu mir gesagt, oh, sie haben aber schöne Augen. Und dann haben die halt immer so gestreichelt, so ganz lieb und ganz süß. Und das war für mich immer so das Gefühl, also ich wollte jetzt nicht angeben oder so, dass ich schöne Augen habe, das ist Banane. Ich wollte damit nur sagen, dass das nie negativ aufgefallen ist oder so, wollte ich nur mal sagen. Aber ich bin auch nicht so aufgedonnert, wenn ich arbeiten gehe. Ich habe jetzt noch was vor und ganz oft nach der Arbeit schminke ich mich noch mal ein bisschen drüber. Das mache ich für meinen Mann, damit er nicht wegläuft. Weil die Konkurrenz schläft nicht. So, passt gut auf euch auf. Und 27 Minuten, das wird knapp. Jetzt muss ich Schluss machen. Passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen. Wir haben noch viel vor. Wir müssen noch viel ausprobieren. Lernt aus meinen Fehlern.